こんにちは、マックスです。僕は1年間日本で留学しました。Hallo, ich bin Max und ich war ein Jahr lang in Japan. Ich mache schon seit 10 Jahren Judo und ich fand Japan schon immer so faszinierend, dass ich da unbedingt hin wollte. Bevor ich nach Japan gefahren bin, konnte ich im Endeffekt kein Wort Japanisch, aber das hat man halt Learning by Doing in Japan gelernt. Auf jeden Fall die Kultur und das Essen, aber auch wie die Leute miteinander umgehen. Als ich das erste Mal in meine Gastfamilie gekommen bin, war ich halt etwas steif und nervös und dann meinte mein Gastvater: Ja, entspann dich, du bist jetzt zu Hause. Meine größte Herausforderung war einmal die Sprache, aber auch sich einfach in dieser fremden Kultur zurechtzufinden. Ich würde Japan empfehlen, weil hier in Deutschland viel über Japan geredet wird, aber im Endeffekt so gut wie niemand weiß, wie es dort wirklich ist. Und ein Jahr dort zu verbringen, das öffnet einem wirklich die Augen.